Wir sagen euch herzlich willkommen zum ersten Mal in dieser neuen Regionalliga-Spielzeit 2021 und das gleich zum zweiten Spieltag. Ihr alle kennt diese Situation. Unsere Elf darf im DFB-Pokal ran, deswegen heute das Heimspiel gegen den FC Gießen. Gleichzeitig sagen wir euch damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV11 Nachschuss. Ja, nach den 90 gespielten Minuten in der Ursa Farm Arena vor 700 Zuschauern und einem eröffneten Oberrang siegte unsere Elf mit 1:0. Siegtorschütze war Eros Dazai in der 62. Spielminute, der dann auch nach dem Spiel hier bei uns vor die TV11-Kamera gekommen ist. Und Till Hust hat ihn gefragt, wie das Spiel gelaufen ist, hat sich mit Torben Rehfeld unterhalten und natürlich auch mit unserem Cheftrainer Horst Steffen. Für euch, wie gesagt, viel Spaß bei dieser neuen Folge TV11 Nachschuss. Ja, viel Spaß. Horst, deine Mannschaft gewinnt zum Auftakt mit 1:0 gegen den FC Gießen. War das heute ein Sieg der Kategorie Arbeitssieg? Ja, es war schon harte Arbeit. Die Jungs mussten richtig intensiv spielen, um ja, in Führung zu gehen, um ein Tor zu machen und dann auch das Tor zu verteidigen nachher. Deshalb war es ja, ein sehr herausforderndes Spiel für die Mannschaft. Ich fand, dass wir das ganz ordentlich gemacht haben. Von der Intensität haben wir es gut gemacht. Wir haben gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen die Genauigkeit nach vorne vermissen lassen, um mehr Torchancen zu erspielen und auch hin und wieder zu langsam dann nach vorne gespielt. Ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn wenig Räume da sind und der Gegner sich so massiert hinten reinstellt. Mit dem 1:0 hatte ich die Hoffnung, dass wir mehr Räume und Kontersituationen noch bekommen. Der Gegner hat uns den Gefallen nicht getan. So, insofern mussten wir bis zum Schluss zittern und kämpfen, um unser Tor dann zu verteidigen und 1:0 zu gewinnen. Laufbereitschaft und Gegenpressing, war das heute schon so da, wie du dir das vorstellst für das erste Spiel? Ja, es war das erste Mal nach längerer Zeit, dass ich das Gefühl hatte, so, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zu unserer Intensität. Auch was Gegenpressing anbelangt, waren wir schon deutlich besser als gegen Homburg. So können wir es machen und uns noch steigern und dann können wir auch sicherlich hin und wieder einen 1:0 Erfolg feiern. Wie wichtig ist das für die Psyche, mit so einem Erfolgserlebnis auch zu starten? Ja, das ist toll. Wir nehmen da den Sieg mit und tanken sicherlich auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und wissen aber, dass am Samstag schon das nächste schwere Spiel ansteht und es wieder wirklich von null losgeht. Und deshalb können wir uns ein bisschen Vertrauen über das Spiel noch holen, über den Sieg holen, über den Pokalsieg noch holen. Aber am Samstag sind wir wieder komplett gefordert. Du hast das Spiel in Ulm schon angesprochen, eine Mannschaft, die sich auch sehr verstärkt hat und wahrscheinlich auch so mit zu den Favoritenkreisen der Liga gehört. Was erwartet euch da am Samstag? Ja, ich habe sie letzte Saison schon als Titelfavorit gesehen und hin und wieder Spiele gesehen, wo sie richtig stark waren. Davon gehe ich aus, dass sie jetzt wieder stark sind. Ich habe die Vorbereitung verfolgt von Ulm, habe auch schon zwei Spiele gesehen im Pokal, wo sie gegen Groß Asbach und Balingen gespielt haben und nichts haben anbrennen lassen, sehr souverän gespielt haben mit einer hohen Intensität, einem ausgereiften System spielen sie und ja, haben dann noch Verstärkungen im Sommer dazu bekommen zu den Jungs, die sie im Winter schon noch verpflichtet haben, haben sie einen sehr ausgereiften Kader mit Jungs, die von der Bank noch kommen können. Insofern sehe ich das als Duell auf Augenhöhe. Wir sind richtig gefordert und ich freue mich drauf. Endlich wieder Heimspiel in der Ursa Farm Arena. Bist du auch froh, dass ihr heute die Fans, die 700 anwesenden Fans mit einem Sieg belohnen konntet? Das war toll. Also die freundlichen Gesichter, dieses Hallo wieder zu sehen. Wir haben lange darauf gewartet, ein halbes Jahr konnten wir das nicht genießen. Insofern habe ich es genossen. Ich fand es total schön und ich freue mich, dass wir mit einem 1:0-Sieg die Menschen, die uns unterstützen und die jetzt im Stadion waren, einfach beglücken können. Und jeder geht, glaube ich, ganz zufrieden nach Hause mit Dingen, die wir noch besser machen können. Danke, Horst. Gerne. Tom, Glückwunsch zum Auftaktsieg gegen den FC Gießen. Wie gut fühlt sich heute dieses 1:0 an? Ja, super. Nach der Pause auch gerade. Letztes Spiel war Mitte März, glaube ich. Tut das nochmal richtig gut und ja, fühlt sich einfach wieder toll an, auch mit den Zuschauern hier. War ein richtig tolles Gefühl jetzt. Gerade die erste Halbzeit war wirklich eine richtig enge Halbzeit, schwieriges Spiel. Wie schwer hat Gießen euch das Spiel heute gemacht? Ja gut, sie standen natürlich tief, das haben wir natürlich auch erwartet, aber das macht das Spiel natürlich dann auch nicht leichter. Ich glaube, heute kam es einfach darauf an, dass wir konstant gut gespielt haben, immer ein Tempo drin hatte und die immer wieder vor Probleme gestellt haben. Hatten sicherlich auch noch das ein oder andere Tor auf dem Fuß, aber jetzt haben wir 1:0 gewonnen und das nehmen wir auch gerne mit. Du hast es angesprochen, es war ja so das erste Pflichtspiel, zumindest in der Liga, seit langer Zeit. Hat die Mannschaft so darauf hingefiebert? Hast du das im Training auch gespürt? Ja, total. Also das hat schon angefangen mit dem Pokalfinale. Da waren alle sofort da und die Stimmung der Mannschaft ist einfach top. Also wir haben uns da riesig drauf gefreut. War schön, dass wir das jetzt auch auf den Platz bringen konnten. Ulm hat ja heute unentschieden gespielt. Samstag geht dann die Reise nach Ulm. Wie blickst du auf dieses harte Spiel, auf dieses schwere Spiel?
Ja, ich freue mich darauf. Ich glaube, das ist schon ein guter Mitkonkurrent Ulm dieses Jahr. Von daher können wir gleich wieder alles geben. Danke dir. Super, danke. Ja, Eros Darzer jetzt bei mir. Eros, du hast heute, ich habe dich beobachtet, beim Schlusspfiff deine ganze Freude rausgeschrien. Hat sich das in dem Moment, der Sieg heute, befreiend für dich angefühlt? Ja, auf jeden Fall. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird. Ich glaube, ein Saisonstart ist nie ganz einfach. Wir wussten, dass Gießen sich wahrscheinlich hinten reinstellen wird, was auch, glaube ich, mehrere Gegner machen werden. Und, aber ich glaube, wir haben es gut gemacht, haben die Gegner gut bespielt und die Geduld bewahrt. Und das hat sich dann am Ende auch ausgezahlt. Du bist ja sozusagen in Anführungszeichen der Mann des Tages, hast heute den entscheidenden Treffer beigesteuert. Kannst du ihn vielleicht nochmal aus deiner Sicht beschreiben? Ja, also ganz genau weiß ich nicht, wie der Ball zu Sinan gekommen ist. Ich glaube, fast so ein halber Konter, so ähnlich. Dann stand ich relativ frei. Sinan sieht mich gut im 16er, legt mir den Ball perfekt auf meinen linken Fuß. Und dann habe ich einfach versucht, den Ball gegen die Laufrichtung zu spielen, dass er jetzt so gut gekommen ist. Ja, bin ich froh drüber und dass dann das Siegtor ist, bin ich noch froher drüber, sage ich mal, dass ich der Mannschaft damit helfen konnte und dass wir so das Spiel 1-0 gewinnen konnten. Du bist jetzt schon ein paar Wochen Bestandteil der Mannschaft. Wie weit ist die Mannschaft? Wie weit? Ich glaube, wir haben noch Potenzial nach oben. Ich glaube, wir haben es heute aber trotzdem gut gemacht. Wir haben das Gegenpressing, glaube ich, besser gespielt als in der Vorbereitung, sind giftig drauf geblieben. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir Emotionen reinbringen und die Mentalität auf den Platz bringen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Und dass dann so gekommen ist, ist natürlich super. Guter Start mit 3 Punkten ist euch damit heute schon mal gelungen. Samstag geht es intensiv weiter beim Auswärtsspiel dann in Ulm. Ein harter Gegner, oder? Ja, also ich muss sagen, ich kenne die Liga nicht ganz genau, aber ich habe schon von ein paar Mitspielern gehört, dass Ulm immer ein schwieriges Spiel ist, besonders dann auswärts. Und ja, wir werden uns bestmöglich darauf vorbereiten und dann einfach alles geben und versuchen, auch dieses Spiel zu gewinnen. Eros, das Licht geht aus. Schön, dass du noch vorbeigekommen bist. Und gerne. Damit vielen Dank. Tschüss. Danke.